und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Hallo. Zu einer neuen, weiteren Folge GTA Online. Mhm. Wir verkaufen jetzt wieder Waren. Setz dich mal in ein anderes Auto und fahr mir hinterher. Ja, warte. Muss mich beschützen. Bin auf der Suche. Es steht eins direkt neben dir. Echt? Wo? Ach, da. Ist auch schön schnell. Ne, ich hab jetzt ein anderes. Okay. Oh. Werde schon verfolgt. Ja. I see it. Oh, Alter. Ist klar. Was denn? Ich leg mich direkt auf die Schnauze. Also. Ach so. Ich fahre über ein Auto drüber, so leicht, minimal, und dann drehe ich mich direkt auf den Rücken oder auf den Kopf. Das ist schon wieder echt unnormal. Ich hoffe, ich komme an. Ist eine Einzelmission, also nur ein Ding wegbringen. Wenn man das geschafft hat, hat man komplett gewonnen. Und wenn man es nicht geschafft hat, hat man komplett verloren. Ja. Das ist halt der Nachteil an so einer, ich sag mal, kleinen Menge, die du fährst. Aber da stand was von wegen, es könnte sein, dass mehrere Fahrzeuge benötigt werden. Es wurde aber nur eins benötigt. Mhm. Ja, es ist ja nur mein Fahrzeug, was ausgeliefert werden muss. Gut, Alter, du Wichser! Was ist denn jetzt? Ja, diese scheiß Gegner, die gehen mir auf den Sack. Der hier hoffe ich, dass er gewinnt. Er wird aber nicht gewinnen. Okay. Er ist ein guter, oder was? Momentan zumindest. Das kann sich aber auch jederzeit ändern, oder was? Bei ihm, ja. Warum? Weil er immer so ein Wechsler ist, sag ich mal. Okay. Naja, nicht immer. Aber er hat schon öfter hin und her gewechselt. Okay. Mehrmals. Ey, wenn die erstmal Geschwindigkeit haben, diese Lieferwagen, ne? Ja. Dann sind die auch gar nicht mal so langsam. Ja. Das stimmt. Der hier wäre auch geil, wenn der gewinnt. Also der jetzt reinkommt. Bist du ein paar Sekunden vor mir? Kann das sein? Warum? Da ist doch jetzt einer im Bild, oder? Mit einer blauen Jacke. Jetzt ist er erst im Bild bei mir. Okay, dann bin ich anscheinend ein paar Sekunden vor dir. Wer ist das? Finn Balor. Ein Ire. Der wird aber auch nicht gewinnen. Nein, wird er auch nicht. Aber geil wär's. Also du sagst, John Cena gewinnt. Ich gehe mal davon aus, dass John Cena gewinnt. Mhm. Oder, wenn man ein ganz, ganz, ganz großes Kino sehen will, wird am Ende dieser Reigns gewinnen? Wie der auch heißt. Ganz großes Kino sehen will. Ja. Der Reigns wird gewinnen und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja, deswegen sage ich ja, ganz großes Kino. Das wird ganz großes. Das ist kein ganz großes Kino. Doch. Das ist das, was die Leute erwarten. Nein, das hat nichts mit großem Kino zu tun. Das ist einfach scheiße und langweilig. Ich weiß. Weil genau das seit 3 Jahren geplant ist. Und seit 3 Jahren. Die WWE sagt, nein, das wird nicht passieren. Das wird passieren. Das ist einfach scheiße. Die Leute wollen Roman Reigns nicht sehen. Die meisten. Und ja, die WWE will ihn aber sowas von pushen und krass darstellen. Was für mich keinen Sinn ergibt. Wahre Facker. Sehr gut.
So. Und wollen wir jetzt noch eine weitere Motorradclub-Mission machen? Ich wäre dafür. Können wir machen, oder? Gut. Hast du den überfahren? Ich hab den umgefahren, ja. Ja, sehr geil. So, auf geht's. Achso, ich dachte, du wärst zu Fuß unterwegs. Nee, nee. Wär, dass mein, du mich einer meiner Reifen sind platt. Dann willst du bei mir einsteigen? Ja, kann ich machen. Bleib mal stehen. Was mit dem Wagen? Was? Was ist mit dem Wagen, dass du mit dem Wagen... Dass du mit dem Wagen mich nicht eingeholt hast, das war mir schon klar. Das ist klar. Ja, das ist ja klar. Warum werde ich eigentlich verfolgt? Achso, weil du einen Stern hattest. Ich hab einen erschießen müssen, der hat uns verfolgt, der wollte uns töten. Achso. War es ja nicht so der wild. Ihre und der andere, der, die spielen jetzt gerade zusammen, oder was? Oh, jetzt hat der andere, dein Favorit, den Ihren gerade pinnen wollen. Pinkel dich doch! Nein, schieß doch nicht auf die, dann haben wir 3 Sterne, komm Helis. Wir haben nur 2, alles gut. Ja. Weil du auch keinen gekillt hast. Ja. Du wolltest aber die killen. Nein, ich habe einfach nur so geschossen. Hm, klar. Mit deinen Ausreden immer. Außerdem hast du gelaggt. Ich konnte nicht weiter auf die schießen. Sehr gut. Der arme Typ, Alter. Der kassiert gerade von allen Seiten, ey. Boah, wo kommen denn die ganzen Polenten her, ey? Wo kommen die denn alle her, ey? Da jetzt rein? Ja. Nein, ich kann nicht rein. Ich konnte rein. Weil du nicht direkt verfolgt wurdest. Keine Ahnung. Ja, komm, schießt mich doch ab, ey. Los. Danke. Habe ich keine Sterne mehr. Oh. So, mal schauen, wer als nächstes reinkommt. Wetten, Roman Reigns kommt als nächstes rein. Warte. Nee, ich glaube. John Cena. Echt jetzt? Ja, ich glaube, John Cena kommt als nächstes rein. Elias kommt als letztes rein. So. Weapon of choice. Damn prospect. You are amazing prospect. Der eine ist raus, oder was? Jetzt? Nö. Warum? Wurde noch nicht bis 3 gezählt. Achso, ich dachte, das wäre schon bis 3 gepinnt. Wo ist denn der mit der blauen Jacke?
Ach, der liegt da noch. Liegt er da? Ich hab ihn nicht mehr gesehen. Njong. Alter, alle beide runtergehauen. Ja. Jetzt pinnt er den nächsten. Oh, auch da kommt nicht. Der nächste. Wer kommt? Ich, wie gesagt, ich sag John Cena. Und zack, also. Und wer ist es? Ah, John Cena. Echt jetzt? Alter, das ist nicht dein Ernst. Ich hätte jetzt gedacht, eher Roman Reigns. In der Roman Reigns kommt als nächstes, glaube ich. Oh, das ist wieder der. Was ist denn der mit der... Oh, oh. Habe ich die noch? Habe ich die doppelläufige? Oh. Na hä, wo bist du denn hingefahren? Ach, hier musst du hin? Ja. Ja, toll, ja, ich muss... Das ist das gleiche wie das letzte Mal. Du passt wieder nicht auf. Das war die gleiche Mission sogar. Ja, da hab ich den Typen gekillt, aber du bist zum Filmfest gefahren. Ich wusste nicht, dass man hier auch zum Filmfest fahren musste. Der Typ da mit dem Helikopter ist gerade gestorben. Das ist schön. Schubsen sie sich da rum oder was? Ey, Cena, ey. Begib dich zum Filmset. Mach ich gerade. Hast du den Typen schon erschossen? Ja. Gut. Oh nein. Er macht das wirklich. Was denn? Er macht sein RKO. Nee, nee, doch nicht. Da kann keiner einen AKO. Ah nee, warte mal. Was? Wie heißt denn das Ding von John Cena? AA, Attitude Achso. Adjustment. Ach, da macht er es. Bam! Auf beide drauf, Alter. Auf alle beide hat er es gemacht. AKO war von... Ich leck die ganzen anderen Spieler alle ab. Wie hieß denn der, der den AKO gemacht hat? Randy Orton. Randy Orton. Guck mal, ich hab das so lange nicht mehr geguckt, Alter. Ich weiß, ich hab gar keine Ahnung mehr. Ist nicht schlimm. Ja. Was findest du, dass das nicht schlimm ist? Hä, woher hat der mich denn jetzt gekillt? Gibt's hier einen Hintereingang von dem Laden? Naja, auch nicht schlimm. Du machst das schon, ne? Ja. Typ hieß einfach Oka-Klo. Ja, den hab... Anscheinend steht's zwischen Oka-Klo und mir 5-5. Was? Ja, ich weiß nicht, wann ich den einmal gekillt habe. Könnte ich dir jetzt auch nicht... Alter, ey. Wenn ich dir jetzt auch nicht sagen. Ich hab nie mitgekriegt, dass du den Typen gekillt hast. Ne, ich auch nicht. Vielleicht ist das so eine ewige, ewig fortführende Rangliste. Das heißt, ich hätte schon mal mit dem gekämpft. Ja, irgendwann mal. Wo hat er mich denn gekillt? Von wo hat er mich denn gesehen? Naja, mir auch egal. Ich hau jetzt eh ab. Jetzt muss ich diese Thompson da holen. Mit der muss ich alle jetzt töten, oder was? Schalte das. Ich glaube, ne? Nein, einen muss ich töten mit der Gusenberg Bleispritze. Warum killt ihr mich denn eigentlich?
Das war's. Ja, ich werde hier alles gekillt. Mission erledigt. What's play today? Mein Gott, halt die Schnapp. Ich werde die ganze Zeit gespawnt killed. Von dem What's play today, oder was? Ja. Bist du immer noch da oben bei dem? Hör doch mal auf, Alter! Was? Was macht der? Warum killt der mich? Du hättest ihn angeblich gekillt. Das sind zwei da. It's okay now. Okay. Was? Muss man das verstehen? Was denn? Dass er jetzt auf einmal aufhört? Nee, der hört nicht auf. Der macht immer noch weiter. Ja, er kann mich nur im Moment nicht sehen. Weil ich hinter einem Auto stehe. Hinter einem Haus stehe, meine ich. Okay. Bye bye. Spaß dir. Bist du jetzt abgehauen? Ja, ich bin im Auto eingestiegen. Gut. Was heißt denn übertreiben auf Englisch? Treiben. Keine Ahnung. Das Wort kenne ich, glaube ich. Alter, was geht denn da ab? Roman Reigns hat gerade voll die Trittkombo abgekriegt. Googlest du gerade? Nö. Exaggerate. Mhm. Exaggerate. Mhm. I'm tired, okay. Sorry, schreibt er. Echt? Hat er doch geschrieben. Guck doch. Oh. Oh, hat er wirklich. Ja. Moin, Leute. Ja, moin. Es ist 4.53 Uhr und die Folge ist zu Ende. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Tschüss. Ciao.